Herbert-Tag bei den Flames. Gewinne und Spendenübergabe. Bereits seit einigen Jahren unterstützt die Herbert-Gruppe die HSG Bensheim-Auerbach als Sponsor. Am Samstag, den 20. April, hatten wir die Gelegenheit, uns beim Spiel der Flames gegen Sachsen-Zwickau vor den mehr als 1300 Zuschauenden als Werbepartner zu präsentieren. Bereits vor dem Spiel hatten Klein und Groß die Gelegenheit, tolle Gewinne bei unserem Glücksrad abzustauben. Neben Seifen und Tüchern gab es als Hauptpreis auch hochwertige Duschabzieher zu gewinnen. Beim Einzug der Flames gab es noch tolle Fanshirts für die Kids, welche die Spielerinnen in die jubelnde Menge warfen. Das Spiel war von der ersten Sekunde an spannend. Bis zur Halbzeit konnten sich die Flames einen Vorsprung gegenüber Sachsen-Zwickau erarbeiten. In der Halbzeitpause hatte unser Personalleiter Tim Kneusels die Gelegenheit, Trikots und Bälle für die Beachhandballabteilung der Flames zu übergeben. Ihr seid ja seit vielen Jahren Sponsor der Flames, Unterstützer, und es war eine spannende Zeit, euch zu begleiten von der zweiten Liga jetzt sogar bis ins internationale Geschäft hinein. Wir wollten diesen Tag nutzen, um euch mal ein bisschen auch in anderen Bereichen einfach zu unterstützen. Und zum einen haben wir einen Trikotsatz Beachhandballer dabei. Und natürlich, was uns immer total am Herzen liegt, das ist die Nachwuchsförderung. Ich selber 60 Auszubildende zu Hause. Ich habe meinen eigenen Nachwuchs auch dabei. Den unterstützen wir. Und da gibt es ja noch einen Satz Bälle. Ich glaube, mir sagen lassen, das kann man in dem Bereich hier immer ganz gut gebrauchen. Vielen Dank, Tim. Das Spiel verlief auch weiterhin dynamisch und die Flames konnten mit 33:24 einen überlegenen Sieg einfahren. Auch für die Herbert-Gruppe war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Unser Stand war sehr gut besucht, wir hatten jede Menge Spaß und ich denke auch, wir hatten die richtigen Präsente, zumindest war das das Feedback von den Leuten, die teilgenommen haben. Und darum würde ich sagen, ein rundum erfolgreicher Samstagabend. Herbert, Spezialisten für Gebäudetechnik.